Ich habe mir tatsächlich jetzt vor kurzem, ich habe es noch nicht geschafft zu lesen, weil ich habe mir bestimmt 20, 30 Bücher in den letzten Wochen gekauft in den Ferien. Und mein Mann kennt das, man sieht mich eigentlich nie ohne Buch. Also es ist in jeder Tasche irgendwo ein Buch, in jedem Nachtschrank liegt ein Buch. In meinem Raum ist ein Buch. Ich finde, Bücher haben sowas Faszinierendes und du kriegst so viel Wissen von anderen Menschen, die sich über 10 Jahrzehnte damit beschäftigt haben. Und die einzige Mühe, die du dir machen musst, ist lediglich dieses Buch zu lesen und das Bewusstsein mitzubringen, was du derzeit hast und die Neugier daran, weil da so viel Expertise in der Regel drin steht. Jetzt lese ich fast ausschließlich Fachbücher und keine Romane. Das mag da vielleicht noch dazukommen. Oder ich suche bewusst, wenn ich bestimmte Studien suche, suche ich mir bestimmte Bücher dazu, wo ich weiß, da kriege ich eine Fülle an Statistiken dazu, an Studien, weil jemand anders sich die Mühe gemacht hat, sich in dieses Thema einzuarbeiten und das so didaktisch aufzuarbeiten, dass es für einen Laien gut verständlich ist oder für mich gut verständlich ist oder ich da sehr gute Möglichkeiten habe, in kurzer Zeit viel nachschlagen zu können. Und in dem Zuge habe ich mein erstes Buch über Feminismus gekauft. Und hatte schon lange mal vor, einen Podcast zu machen, wo ich Hot Wife mit Emanzipation vergleiche. Jetzt ist Feminismus nicht Emanzipation und Hot Wife ist Hot Wife. Für mich ist das Spannendste, dass ich mich jetzt in das Thema Feminismus, weil ich da ganz sicher Vorurteile habe und eine Unterscheidung ganz klar zwischen Feminismus und Emanzipation betreibe, also das deutlich für mich unterscheidet. Ne? Das sind zwei völlig verschiedene Bausteine für mich. Die werden umgangssprachlich gefühlt, aber im gleichen Topf verwendet. Also Emanzipation ist für mich aus was Altem herauszuwachsen, in seine volle Blüte zu kommen, sich zu emanzipieren. Und Feminismus ist für mich was ganz anderes. Also auch Männer können sich emanzipieren. In der Definition ist es sogar so beschrieben, da über sich selbst hinauswachsen. Also ist eine spannende Erfahrung. Und ich finde, Hot Wife und Emanzipation liegen sehr nah beieinander. Und zwar, wenn wir weggehen von diesem Bild der Slut-Hot Wife. Slut-Hot Wife im Sinne von sich promiskuitiv vielfältig hinzugeben. Und reinzugehen und zu überlegen, okay, was braucht es für Qualitäten, um die Hot Wife zu leben, auszuleben, zu erleben, ins Erleben zu bringen. Und da gehört viel mehr dazu, als das nur auf der sexuellen Ebene, sondern wirklich in sich selbst als Frau hineinzuwachsen. Über die Mutterrolle hinaus zu wachsen, also das ist eine Facette von uns, und trotzdem unsere Weiblichkeit zu behalten. Also zur Muttermutante zu mutieren, das ist eine Facette von Frau. Dann hast du aber in der Regel, wenn du Mütter am Spielplatz beobachtest, selten noch irgendeine erotische Flamme sichtbar. Und dann siehst du, aber zur Hot Wife gehört eben auch dieses noch Brennen, dieses Weibliche, dieses High Heels tragen, wenn es zu ihr passt, sich in schöner Kleidung zu präsentieren. Tieren, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber sich einfach ganz, ganz wohl zu fühlen in ihrer Präsenz und diese Präsenz auch nach außen auszustrahlen. Dass sie mit sich zufrieden ist und dass sie eben nicht nur eine Facette lebt. Das ist entweder die Mutterfacette oder die Girly-Facette oder die Sexvamp-Facette, sondern dieses ganze Potpourri an Möglichkeiten, an Potenzialen, die in uns sind, sich auf den Weg zu machen, sich selbst zu entdecken, in die eigene Größe hineinzuwachsen, in die eigene Ausstrahlung hineinzuwachsen, das von innen kommt. Das kommt ausschließlich von innen. Früher hat man immer gesagt, Schultern nach hinten, Bauch rein, Brust raus. Diese grazile, schöne Haltung, die ihr annehmen könnt, um auch beim Sitzen schon, also auch beim Sitzen wieder darauf zu achten, dass wir nicht permanent so, sondern dass wir dieses Aufrechte, also sich wirklich wieder in der eigenen Haut wohlzufühlen. Und natürlich ist die Möglichkeit, das über die Hot Wife ins Erleben zu bringen, eine sehr starke Möglichkeit, weil ich ganz grundsätzlich ja meine Paarbeziehung behalte und
den Luxus habe, wieder daten gehen zu dürfen. Das heißt, ich wachse ja auch wieder in die Möglichkeit hinein, wie attraktiv fühle ich mich selbst, wie attraktiv werde ich auf dem Markt, also auf dem Markt, auf dem Datingmarkt wahrgenommen. Wie selbstsicher oder wie unsicher fühle ich mich da noch? Also ich habe den riesen Luxus, ich habe eine bestehende Beziehung, die überhaupt nicht in Frage gestellt wird, sondern im Gegenteil, durch die Neigung eures Mannes, der Wife-Sharing oder der Cuckold-Fantasien, euch dahin zu entwickeln und zu sagen, okay, was macht denn eine Hot Wife aus? Nicht nur eine Femdom. Da brauchst du nochmal ganz andere Qualitäten. Also da spielen noch andere Qualitäten mit rein, sondern wirklich einer begehrenswerten Frau. Und dann könnt ihr euch überlegen, wenn ihr es mal übersetzt, in welches Auto, also welches Auto seid ihr? Seid ihr Mini Cabrio, wo ihr sagt, so fühle ich mich, so, oder seid ihr ein Ferrari, dann seid ihr einfach wahnsinnig exklusiv und datet ganz anders. Dann könntet ihr auch ein Schnellzug sein. Wo ihr sagt, hey, ich nehme ganz gerne viele mit, aber ich gehe gar nicht in die Beziehung tiefer ein, aber ich transportiere einfach ganz gerne mehrere Menschen und also fühlt mal in euch rein. Ich muss jetzt gerade selber schmunzeln, weil Menschen, die gerne öffentliche Verkehrsmittel fahren, habe ich in meiner Fortbildung gelernt, die sind auch offen für weitere Verbindungen, weil es halt auch sehr unterhaltsam ist. Und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn sich jährlich meine Bahncard verlängert. Das habe ich mir gemerkt in der Fortbildung. Und zumindest in dem Punkt ist es bei mir übereinstimmend. Also ich kann jetzt nicht für andere sprechen, das müsst ihr für euch mal selber abtasten. Aber ich finde dieses Verbildlichen, wie fühle ich mich, wo stehe ich gerade, wo will ich hin? Und das in diesem Hot Wife-Charakter und mit der Emanzipation zu verbinden, grandios. Also. Und da muss ich nicht in dieses feministische Sterbe, wie ich das manchmal wahrnehme, und das ist ganz subjektiv, abzudriften, wo sehr viele in meiner Wahrnehmung ihre Weiblichkeit nämlich verlieren. Da wird es sehr derb, sehr einfordernd, sehr, ihr habt wahrscheinlich noch viel bessere Begriffe als ich. Bei mir schwebt eine ganz bestimmte Person vom Kopf, was Feminismus für mich in der Weiblichkeit ausstrahlt. Und da finde ich, ist überhaupt keine Weiblichkeit mehr zu sehen. Und zwar die Redakteurin oder die Herausgeberin von der Zeitschrift Emma. Und ich denke, sie hat bestimmt Großartiges geleistet, aber ich fühle mich als Frau dort überhaupt nicht repräsentiert, weil für mich der größte Teil, was es für mich nämlich ausmacht, dass ich gerade in dieser Inkarnation weiblich bin, mit einem weiblichen Körper gesegnet bin und diese Weiblichkeit ja vollständig eigentlich da unterdrückt wird. Also da wird, so erlebe ich es. So ist es ganz subjektiv in meinem Empfinden. Und das erlebe ich halt in anderen Facetten, wenn ich in wirklich meine sexuelle Strahlkraft oder meine erotische Strahlkraft nochmal ausweiten darf. Finde ich, ist das eine wahnsinnig herausfordernde Aufgabe. Das ist nämlich Persönlichkeitsentwicklung und trotzdem zu meiner Weib oder gerade deswegen zu meiner Weiblichkeit zu stehen. Lernen, auf High Heels zu laufen und dahin zu schreiten. Es macht einfach schon einen ganz anderen Gang. Ich habe letztens High Heels angehabt und bin zu einer Freundin zum Kaffee trinken gegangen. Da saß wirklich eine bildhübsche Frau neben uns, tolles langes Kleid. Und sagt, oh, sie kommen mit Absatzschuhen. Ich sage, ja, sie sind jetzt am Arsch, weil es war Kopfsteinpflaster, war mir egal. Aber dieses Gefühl, sagt sie, ja, sie würde auch viel lieber gerne mal wieder Absatzschuhe anziehen. Aber weil es eben wirklich alle Frauen, die jetzt hoffentlich zuhören, es ist ein anderes Gefühl, ob du da hinschreitest mit solchen Absätzen. Und das ist auch wirklich, das muss man lernen oder Frau darf das lernen, in diesen Schuhen sich so zu bewegen, dass es auch wirklich elegant aussieht, dass es eine schöne Ausstrahlung hat. Es streckt das Bein. Und da geht es schon los. Das sind so Grundsachen. Oder ob ihr im Mutti-Blümchenkleid unterwegs seid oder ob ihr euch mal wieder in ein Kleid schält, wo euer Dekolleté zu sehen ist, wo eure Rundungen zum Ausdruck kommen dürfen. Ob ihr euch die Mühe macht, aus der Jeans raus und aus dem Ringeshirt und rein in das, was euch gerade passt. Die Facette der Hot Wife oder die Möglichkeit, wenn euer Mann oder ihr selber auf die Idee kommt, in dieses Tiefe einzutauchen, ist für mich die größte Möglichkeit, euch selbst zu emanzipieren. Was will ich? Wie will ich's? Was brauche ich dazu? Wie kriege ich das umgesetzt? Mit der Gewissheit,
dass ich ja meine bestehende Paarbeziehung dafür überhaupt nicht in Frage stellen muss, sondern da ja noch eine viel engere Verbindung herstelle, weil wir uns gemeinsam als Paar auf den Weg machen. Also ihr lieben Frauen, Emanzipation und Hotwife, lasst es einfach nur mal sacken. Und Emanzipation wirklich über sich selbst hinauswachsen zu verstehen. Also ich emanzipiere mich aus einem alten Zustand heraus und wachse in etwas Neues hinein. Und da auch den Unterschied zu sagen und zu sagen, hey, was will ich noch? Was will ich noch mit 40 plus, mit 50 plus, mit 60 plus? Was wollte ich vor meinen Kindern? Was will ich in der Zeit und was will ich danach? Weil es gibt ganz sicher ein danach. Alle Frauen, die das schon geschafft haben und ihre Kinder schon entlassen haben, wissen zu 1000%, es gibt noch ein danach. Also warum holt ihr euch das danach nicht einfach ins Jetzt und schaut einfach mal, wie weit wollt ihr für euch die Hotwife-Qualität entwickeln, die aus ganz, ganz, ganz vielen wunderbaren Facetten besteht. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und macht euch auf den Weg.